Genau. Aufstellung. Man kann einfach festlegen, welcher Spieler an Position 1 und welcher an Position 2 spielen soll. Ja. Ich glaube, ein ganz guter Schachzug. Das wollte ich auch gerade sagen. Das finde ich gar nicht so dumm. Weil, wie gesagt, der mit mehr Erfahrung ist Perlausen. Und er hat auch bis jetzt das bessere Spiel am Leib. Aber du weißt ja, wir haben gerade Kurt Decker gesehen, wie er den Flying Scotsman fast die Düse abgedreht hat. Schauen wir doch mal, ob der Daniel Jensen vielleicht dem Whitlock den Zahn ziehen kann. Und das ist Daniel Jensen, den wir hier sehen. Hi Isabella! Dann wollen wir es auch vorlesen, wenn der schon so nett ist, hier den Paperboy zu geben. In der ersten Runde, da hat man gemerkt, dass Perlausen wirklich der erfahrene Spieler ist im dänischen Team, der auch dann so ein bisschen ihn hier führen konnte. Die Dänen haben sich gegen Schweden durchgesetzt in Runde 1. Schwach aufgelegter Mann, also ein skandinavisches Duell. So, und diese Walk-On-Musik kennt man natürlich auch. Der Wizard aus Australien. Das Bärchen fein Simon gemacht. Whitlock. Bart hat so ein bisschen den Davy Jones-Look, hier den fliegenden Holländer quasi. Falls einer den Film Pirates of the Caribbean mal gesehen hat, aufpassen. Vielleicht bewegen die sich gleich. Simon Whitlock war der Mann im Duell mit Deutschland, der das Match am Ende gewonnen hat. Der hat wirklich eine konstant gute Leistung gespielt. Whitlock, der ja in den letzten zwei Jahren nicht mehr das zeigen konnte, was er in den Jahren zuvor dahingelegt hatte. Als er unter anderem im WM-Finale stand 2010. Also die European Darts Championship gewann in Mühlermann der Ruhr. Also auch Major-Turniere für sich entscheiden konnte. Das hat man zuletzt von ihm nicht gesehen. Aber er ist insgesamt wieder auf einem aufsteigenden Ast. Er ist zurzeit die 17 in der Welt. Der ist aus den Top 16 rausgerutscht. Und das ist wirklich ein wichtiger Faktor, weil du nur als Top 16-Spieler automatisch für die Major-Turniere qualifiziert bist. Aber er kämpft. Er arbeitet viel, er trainiert viel. Und das trägt Früchte so ganz allmählich. Und er ist natürlich jetzt auch hier in diesem Duell mit Daniel Jensen klarer Favorit. Er soll für Australien die Führung herbeiführen. Daniel Jensen hat auch einen interessanten Wurfstil, nimmt ihn komplett in die Hand, dreht die Hand weg und dreht sie dann wieder zurück, um diesen Druck rauszuhauen aus dem Handgelenk. Und guter Starter. Schauen wir, was die Partie so bringt. 60. Tifo. 20 Jahre ist er jung, Daniel Jensen. Hat in diesem und auch im vergangenen Jahr ein paar Development-Turniere bestritten. Das ist die Nachwuchstour bei der PDC, die es ja noch gar nicht so lange gibt. Aber das zeigt natürlich auch, dass Jensen einer ist, der schon den Gedanken hat, vielleicht mal als Profi. Genau, der Bock hat, wenn ich das angucke. Darts zu bestreiten. Ja, wenn du nicht ganz talentfrei bist und einen vernünftigen Trainingsplan und Partner hast dabei, ist das eine gute Option, heutzutage laut drüber nachzudenken, Profi-Dart-Sportler zu werden. Das ist eine Option, eine ernsthafte Option. 15 Punkte, das war natürlich jetzt gerade nichts. Ja, zweimal hintereinander jetzt, Grütze. Können wir natürlich davonlaufen. Und damit sieht es ja nach der ersten Break-Chance aus im ersten Leg. Ups, der eben 3 in der 5, jetzt ist der eine in der 1. Das sind zu viele Fehler da im Spiel von Daniel Jensen.
Der ist natürlich auch nicht so eine Atmosphäre gewohnt. Und da geht der Puls schon ein bisschen nach oben, ja, wenn du plötzlich unten stehst und walk on. Und dann Simon Whitlock daneben dir. Gute 140, 60 Punkte Rest. Whitlock bekommt gleich die Break-Chance. Und er braucht noch ein Triple, um hier in den Finish-Bereich zu kommen. Kein guter Start in das Match von Jensen. Ja, im Vorfeld dieses heutigen Achtelfinaltages hatten wir irgendwie gesagt, okay, die acht topgesetzten Nationen sind noch mit dabei. Mhm. Alle werden es nicht schaffen, es wird eine Überraschung geben. Wir hatten eine Überraschung am Nachmittag, als Wales als Nummer 5 der Setzliste gegen Kanada ausschied. Wird es noch eine Überraschung geben heute Abend? Ich weiß nicht, China gegen England sehe ich eher nicht, dass es da so eine Überraschung gibt, weil also ganz ehrlich... Und wenn es die Überraschung gibt, da wird der Gruß des Bruce Lee... Oh ja, der wird weltweit nochmal aufflammen. Ja, die Nachkommen werden in weiterem Geld baden und er wird hoffentlich seine Kampfsportschule erweitern. Das werden wir später bestimmt zu sehen bekommen. Ja. Der Bruce Lee-Gruß ist, wenn du den Daumen an deine Nase führst und abstreifst sozusagen. Und ohne zu bluten. Ja, und die Niederlande gegen die Philippines, also die Philippinen. Ich weiß nicht so ganz genau, ob da wirklich eine Chance besteht, dass die Philippinen die Niederlande niederringt. Also von daher, wenn es eine Überraschung gibt, dann doch eher jetzt. Also jetzt hier in dieser Partie. Nicht zwingend Whitlock Jensen, aber vielleicht halt Anderson gegen Per Larsen. Und wenn man das jetzt hier richtig einordnet, Kyle aus Anderson. Der Sicht der Dänen, dann hoffen sie einfach auf den Sieg von Perlhausen und dann auf die Chance auf Doppel. Genau, auf die Doppelchance, ja. Und mal abwarten, was dann geht. Aber auch jetzt kein allzu überragendes Leck von Simon Whitlock. Da sind bereits schon 12 Darts gespielt, immer noch nicht im Finish-Bereich. Jensen hat einen Average von 63, der geht aber jetzt nach oben. Mhm. Davon ein paar mehr. 101 Rest. Triple 17 Bullseye. Oh, schade. Der ist weit weg. Ja, Höhe stimmte, aber satte 11, 39 über. Kann Whitlock die 130 direkt ausmachen. Oh, mit der Doppel 5. Ja. Oh, klar. Hätte er gerne gemacht. So, Daniel Jensen, jetzt angreifen, jetzt attackieren. Das 1:1 sichern. 7 Doppel 16. Ja, ja, schön. Gut gemacht. Sehr schön. Also du spielst ein Average von 70 in den ersten zwei Legs, aber kannst dir eines schnappen, schaffst sogar einen Break damit. Das ja, ist bemerkenswert. Ja. Und das hat gut getan, das hat ihm Sicherheit gegeben. Hat einen guten Effekt auf ihn auf jeden Fall und wieder den schlechten Effekt auf Simon, der hier ohne Triple startet. Oh. Wenige Trippeltreffer, hat gerade mal eine Aufnahme bislang geworfen, bei der er zwei Triple hatte, also 140. Tja, bei der Überraschung, Jensen schlägt Whitlock, sehen wir, was Anderson für Druck aushält gegen Per Larsen dann. Für ihn ist das ja noch ein bisschen Neuland hier. Dieser World Cup für Kyle Anderson natürlich, nicht für Gary. Weil auch der Weltmeister darf nur in einem Team spielen. Zweite 140 von Whitlock. Er ballt die Faust, er kämpft. 180, 160 Punkte Rest für Jensen. Das ist die 100 Rest. Klasse, noch eine 140. Er stellt sich 40 Punkte und kann jetzt gleich auf die Doppel 20 ziehen. Das ist die Möglichkeit zur 2-1 Führung. Hat eben den zweiten Dart im Doppel versenkt. Ja, hat sein Average jetzt auf 83 nach oben bringen können. Von 63 um 20 Punkte gesteigert innerhalb eines Legs. Deshalb auch diese Führung hier gegen Simon. Ah, 146 ist natürlich eine Chance. Aber ob Whitlock das jetzt hinbekommt.
86 Rest, Doppel 10. Jensen mit der nächsten Möglichkeit. Diese drei Darts da oben, die waren weit weg. Doppel 5. Ja, er ist drin. 2-1. 17 Darts. Und er macht das auch ohne große Emotion. Da wird nicht die Faust ausgepackt. Er nimmt es einfach hin, geht zurück und denkt sich, komm, weiterspielen. Nordisch by nature. Die sind da nicht so emotional. Ja, kein guter Start. Und wieder zur Stelle, Jensen. Simon kommt nicht weg mit 97,54. Na, die 53 ist ja eine Chance noch mit 6 Darts, die Punktzahl auf 0 zu bringen. Aber so natürlich nicht. Das müssen dann 6 perfekte Darts sein. Average von Whitlock bei unter 85 Punkten. Das ist nicht sein Standard. Normalerweise bekommt sie irgendwie nicht in diese Trippelfelder rein oder viel zu selten. 272 ist damit eine Möglichkeit für Jensen. Der muss längst gespürt haben, dass hier vielleicht wirklich was gehen kann. Und der Teamkollege von Whitlock, Kyle Anderson, der ist zum ersten Mal beim World Cup of Darts dabei. Das ist für den also auch wirklich eine neue Situation, hier für sein Land antreten zu können. Whitlock verpasst die 150, hat 18 Rest. Und Jensen steht auf 170. Doppel 9, 2-2. Kein Druck auf Simon. Alles in Ordnung gegangen sozusagen. So, die nächsten 5 Minuten werden es dann wohl entscheiden. Ja. Das Leck davor von Jensen total durchwachsen. 140, dreimal nicht über 50 Punkte. Und Whitlock spielt jetzt auch. Jetzt muss ich ran, jetzt muss ich ihn breaken. Punkte. Gute Aufnahme von Whitlock. Jawohl. 264 Rest. Das sind 80. Das sind 85. 296. Kommt Whitlock in den Finish-Bereich. Ja, das ist ein guter erster Dart. Starke 6 Darts von Whitlock bringen ihn in die Break-Position. Und Jensen braucht über 100 Punkte, um in den Finish-Bereich zu kommen. Ach, das wird diesmal noch nix. 19 satte heißt hinten anstellen. Und mir gefällt die Körpersprache bei Whitlock. Der spielt bestimmt nicht sein bestes Match, aber er ist wirklich immer da, immer positiv. Es ist nie irgendwie schimpfend, sondern immer diese kleinen Momente nehmen, wo ein bisschen was geht und sich daran hochziehen. 32 Rest. Doppel 16. Ja, 3-2. Das Break zugunsten von Simon Whitlock. Und das mit 14 Darts. Sehr schön. Kann Jensen jetzt nochmal zurückkommen hier? Jetzt über sich hinauswachsen. Irgendwo noch den Magic Point finden. Ja, guter erster Dart. Ja. Und Struhe. Schön, schön, ja, sehr schön. Ja. Das ist zumindest wirklich eine Voraussetzung, um hier vielleicht nochmal angreifen zu können. Um auch Whitlock so ein bisschen ans Nachdenken zu bringen. Und wenn er jetzt das Leck hier schafft, Jensen, dann dürfte er das entscheidende siebte Leck beginnen. Das ist wunderbar, was der 20-jährige Däne hier zeigt.
2,41 Rest. 103 Punkte vor Whitlock. Das sind 43. Und Whitlock startet oder ist gestartet. Alles gut für Daniel Jensen. Riesenmomentchen. Nur dieses Leck jetzt erstmal zu Ende kriegen. Okay, das macht natürlich keinen Finish. 159, aber das ist auch noch gar nicht so wichtig. Whitlock mit 140 ist er wieder da. Triple 5, Triple 5. Also 159, das ist die kleinste Zahl nach der 1, ja, die man nicht checken kann. Ganz genau. Bei einem Punkt Rest gibt es ja nicht, das hat man ja überworfen. 79, okay. Whitlock wird jetzt nochmal angreifen. Das sind 65, das sind 125, ja, das ist steht's, gut. Da steht's, 84, da steht's. Jetzt muss Jensen cool bleiben. Er wird vielleicht einen Dart auf Tops bekommen, vielleicht auch zwei auf Doppel-11. Okay, 20 für Tops. Rest, ja. Oh, nein, das ist die 5, das ist die 5. Wie bitter ist denn der? Vielleicht war er schon vom Kopf her beim letzten Dart und hat diesen zweiten Wurf ein wenig unterschätzt oder eher missachtet. 84 Punkte Rest. Jetzt ist es Whitlocks Möglichkeit zum Sieg. Matchstart. Der war ja, der ist ja. Oh, beide klingeln am Draht, aber eben nicht drinnen. Jensen, 3 in der Hand, Tops vorm Auge. Er sitzt von der Statistik her jeder Dritte. Doppel 5. Break und Ausgleich. Er sitzt von der Statistik her jeder Dritte. 3-3. Und jetzt kann Daniel Jensen dieses Entscheidungsleck eröffnen. Wenn er so reinkommt, wie er das eben geschafft hat. Dann brennt's ja bei Simon Whitlocks. Aber jetzt Fingerchen. Wieder Triple. Jetzt kommt's drauf an. Wollen wir schauen, was Simon macht. 2 Triple und er ist auf Breakkurs. Ja, nicht ganz so viel passiert, aber wie du schon sagst, Simon holt sich an den kleinen Dingen hoch und sagt, ja, schöne 100, schöner letzter Dart. Sehr gut, gute Körpersprache. Und Jensen spürt offensichtlich den Druck. Hier haben wir Kyle Anderson, die 2 im australischen Team. Der hat ja in diesem Jahr sozusagen Paul Nicholson verdrängt, der die letzten Jahre immer an der Seite von Whitlock war. Paul Nicholson, der droht, aus den Top 50 rauszurutschen. Und neben Kyle Anderson ist dann Per Lausen, mehrfacher WM-Teilnehmer. 45 Punkte. Oh, das ist ein schwaches Leck von Jensen. Schade. Und da sieht man mal, was Druck ausmacht, wenn die Lockerheit verloren geht. Noch ist es möglich. Noch kann Jensen mit einer 140 wieder back on track kommen und es möglich machen. Er muss dringend in dieses Feld rein. Ah, besser als alles, was er vorher geworfen hat. Wie tief kommt Whitlock in den Finish-Bereich? Kommt er in die zweistellige Chose mit einer 140 oder 105 oder ähnliches? 3 Dart Finish steht. Jensen muss nachbessern. 74 Minimum. Schöner erster Dart. 164 Rest. 99. Zu 101. Und ich traue irgendwie Jensen noch kein 145er Finish zu. 81 Rest. Triple 15 für die Doppel 18. Er will es wissen über die Doppel 18 und setzt diesen dritten Matchstart dann also auch rein. Und damit holt sich also auch hier der Favorit die Trauben, holt sich ja diesen ersten Punkt. 1-0 für